Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Wir sind heute wieder zu dritt unterwegs mit King of Wargame und Mr. Simpson. Hallöchen. Hallo. Hallo. King of Wargame in der 21. Panzer, das sind ja, glaube ich, Tiger 2, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Na genau. Und Mr. Simpson in der dritten Fallschirm und ich in der 20. Panzergrenadierdivision. Und dreimal schwere KI. Einmal die Indian Head auf jeden Fall. Und das wird lustig. So, ich habe meine... Also meine Elefanten kriege ich frühestens in Phase B. Die kosten auch 245 das Stück. irgendwelche Präferenzen? Ich nehme mal an, Mr. Simpson, du willst irgendwie links oder rechts, weil du mit der Infanterie höchstwahrscheinlich nicht in die Mitte willst. Ich überlege gerade zwischen links und rechts. Ja, ich nehme rechts. Okay, ich würde vielleicht die Mitte nehmen, aber tendenziell auch links da mithelfen, je nachdem, was da kommt. Ich weiß nicht, wie viel Infanterie hast denn du, King? Nicht viel. Aber okay. Also ich habe am Anfang halt auch bloß Ersatztruppen und drei Offiziere. Ich habe dann aber später noch Panzergrenadiere in Phase B, 18 Stück. Allerdings sind die ohne Panzerabwehrwaffen. Ich habe insgesamt nur 12 Karten am Anfang. Okay, ich habe jetzt 18 FS-Jäger. Na, dann lass uns irgendwie versuchen, so links und die Mitte so ein bisschen so reinzuteilen. Damit wir da... Ich würde hier eventuell gar nicht so aggressiv spielen, sondern mich irgendwie versuchen, in der Stadt zu verschanzen. Wobei man da natürlich... Meine Ersatztruppen haben auch keine Panzerabwehrwaffen. Also ich habe am Anfang einen Jagdpanzer 4, den kann ich... Links, also ich könnte links übernehmen und könnte einfach bis zum Spawn vorpushen. Naja, es wäre halt gut, wenn du nicht gleich... Also am Anfang nicht gleich alles verlierst. Deswegen, also ich könnte halt zum Beispiel noch einen Panzer, einen Jagdpanzer 4 irgendwo hier hinstellen oder halt irgendwie hier oben hin, dass halt die Einfahrt in die Stadt so ein bisschen abgedeckt ist, falls er da irgendwie rein will. Ansonsten würde ich mich da nicht weiter vorbewegen. Ich schick mal die Ersatztruppen da rein. Den Jagdpanzer. Ich hab Scharfschütze. Ganz interessant. Den Jagdpanzer mal irgendwie hier hoch. So, und dann die Mitte. Man muss halt bei der schweren KI gucken, wo die am Anfang pusht. Die ist halt am Anfang immer recht aggressiv. Jetzt stelle ich mal hier drüben hin. Habe verstanden. Infanterie. So, mal gucken, ob das funktioniert. Achso, ich habe noch hier Panzergrenz. Ich hab solche komischen Puppchen. 88 mm. Kann ja auch so sein, so. Da musst du auf 100 Meter ran. Bei den Püppchen. Wie heißen die? Püppchen, das sind diese verbesserten Raketenwerfer. Da musst du aber auf 100 Meter ran, die machen aber immer One-Hit. Okay, also eher was fürs geschlossene Gelände oder so. Ist das eine Infanterieeinheit oder ist das irgendwas Mechanisiertes? Das ist eine Panzerabwehreinheit. Aha. Eine Panzerabwehrkanone. 200 mm Pen und 740 mm Reichweite. 740, okay. Ja, da treffen sie vielleicht nicht immer. Ja, 40% Zielgenauigkeit. Ja. So, ich, bin ready. Kannst du versuchen, irgendwas hier runter in den Wald zu stellen, damit diese Straße da abgedeckt ist, damit wir quasi hier den und den irgendwie sichern können?
Weil ich kann halt von mir aus nicht von oben reinfahren, weil dann bin ich halt komplett im offenen Gelände. Aber du könntest eventuell von der rechts, also von der Straße, die da rechts lang geht, eventuell irgendwas in den Wald stellen, damit der da nicht gleich direkt reinfahren kann. Erledigt. So, Mörser. Oh. Ich punkte. So, also ich bin soweit. Ich nicht. Du noch nicht, okay. So, bereit. Okay. Na schon. Dann bin ich mal gespannt. Gehen die Signale eigentlich schon wieder weg oder muss man die löschen? Eigentlich müssen die wieder weit gehen. Okay. Dauert aber ein bisschen. Da gleich rausnehmen. Komm schon. Jawohl, Herr Kommandant. Ziel ausgeschaltet. Sehr schön. Verschieben wir uns. Oh, 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 oh. Ich befolge nur Befehle. Zielpunkt erreicht. Raus mit euch. Infanterie bereit. Achtung, der Feind ist Oh Gott. Hier. Lanzer zur Stelle. Ach Gott, links, Alter, links! Das wird lustig. Gut. Jawohl. Also schon sein MG retten. Gute und Ersatzrohr bereit. Ah, Flak. Ah, eine 8-8er Flak am Anfang ist natürlich auch geil. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Ah, es hat mich erwischt! Wie lauten ihre Befehle? Das Teil ist verdammt schwer. Verstanden. Die feindlichen Panzer sind nur aus Papier. Na komm, schieß den Stuart da unten ab. Alter, mein Jagdpanzer 4 schafft es nicht, den Stuart rauszunehmen. So schwer, was ist, wieso ist denn der so scheiße? Kannst du ja mal den Stuart da bitte? Er traut sich mit seinem Panzer nicht so richtig rein, habe ich den Eindruck.
Hauptmann. An dieser Position müssen wir raus. Feind gesichtet. Jawohl, Hauptmann. Mehr Feuerkraft gefällig. Gut gemacht, Schütze. Taxi, dort müssen wir hin. Rückwärts, Marsch. Verdammt, es hat mich erwischt. Speer zur Stelle. Der ist hinüber. Ohne Tritt, Marsch. Speer zur Stelle. So, 12-12 haben wir es wieder ein bisschen hier. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nur, dass meine Jagdpanzer 4 irgendwie schwächer sind, als ich gedacht hätte. Jawohl, Kommandant. Nimm die Beine in die Hand. Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann? Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich. Melden uns zum Dienst, Herr Kommandant. Oh Gott, KV-1 als Flammenpanzer. Verdammt, es hat mich erwischt. Wir können nicht mehr. Haha, das hat gesessen. Sanitäter! Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Haha, das hat gesessen. So. Aber links sieht ganz gut aus. Die Stups da, die machen da ganz guten Job. Wie sieht's bei euch aus? Es geht. KV-85 ist das. Die haben wir niedergemäht. Fahrzeug einsatzbereit. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Verstanden. So, ganz links, die 45er geht aber... Ach, die geht raus, sehr gut. Jawohl, Hauptmann. Ja, gut erwischt! Jagdpanzer bereit. Gut gemacht, Schütze! Die Artillerie wird dort Stellung gebracht. Also im Moment kommt er nur mit so Mini-Stuarts an. Das ist irgendwie ganz... Das ist noch machbar. Ja, gut erwischt! Gute Arbeit, Richtschütze! Rückwärts, Marsch! Ah, es hat mich erwischt! Die feindlichen Panzer sind nur aus Papier. Stehen bereit. Okay. Nee. Was denn? Taxi, dort mit Gut gemacht, Schütze! Sie wird aufgefasst! Okay. Melden uns zum Dienst, Herr Kommandant. Verdammt! Es hat mich erwischt! Feind direkt vor eigener Stellung. Oh, was steht denn da? Noch ein Scout oder was? Wieso kann der Scout schießen? Ich habe keine Schusslinie auf ihn. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich denke, was zur Hölle. Oh Gott, da kommt ein Panzer hoch. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Hatte ich nicht noch Panzerschrecks? Ne, die habe ich rausgenommen aus dem Deck. Shit. Sanitäter! Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. Sie wird aufgefasst. Auf der Suche nach Beute. Mich erwischt! Stehen bereit. Packt zusammen.
Also hier hängt ein ekelhafter Sniper am Wald. Und ich habe aber im Moment keine Artillerie. Gute Arbeit, Richtschütze! Infanterie bereit. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich. Panzergranate geladen! Sanitäter! So, links sieht gut aus. Verdammt, es hat mich erwischt. Die Mitte hat gleich ein Problem. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Verdammt, es hat mich erwischt. Kriegen wir den Punkt da mal ganz links? Das ist doch, sind doch schon alle auf Schockstarre. Sanitäter! Bereit, Herr Hauptmann. Erkannte Feind niederkämpfen. Stehen bereit. Ah, es hat mich erwischt! Ob stürmt oder schneit. Haha, das hat gesessen. So, da kommt der nächste Panzer. Meld uns zum Dienst, Herr Kommandant. So, links sind wir jetzt. Stehen wir ganz gut da. Der hat uns erwischt! Infanterie bereit. Sie wird aufgefasst. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Gute Arbeit, Richtschütze. Wäre es mit Trommelfeuer. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Jawohl, Hauptmann. Vorwärts, Marsch! Und zum Abschütze! Also wie viel von diesem Mini-Store, was ich ihm jetzt hier schon rausgeschossen habe, ist auch krass. Oh, haben wir jetzt jemanden... Ah, die haben sich ergeben, sehr gut. Panzer zur Stelle. Zieh den Arsch an, Hans. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Oh, was? Bereit, Herr Hauptmann. Mist. Haha, das hat gesessen. So, hier. Den. Oh, er pusht jetzt auch krass in den Wald rein in der Mitte bei mir. Feind direkt vor eigener Stellung. Zieh den Arsch an, Hans. Die feindlichen Panzer sind nur aus Papier. Die haben wir niedergemäht. Sanitäter! So, der erste Elefant ist hier im Einsatz. Nimm die Beine in die Hand. Was der da ranführt, Priest als Schwimmpanzer oder irgendwas. Herr Kommandant? Ob stürmt oder schneit. Wie lauten Ihre Befehle? Wachsam bleiben. Verdammt, es hat mich erwischt. Wie lauten Ihre Befehle? Lass mich raus! Ich will da raus! Oh shit, jetzt hat's bei mir geklingelt, da kommt die Post. Spielt mal weiter, bitte.
Ich liebe es. Geklingelt und dann ist der Postmann schon drinne. Das ist zum Kotzen. So, ich bin wieder da. Verstanden. Knall sie ab! Der Venus nervt. Jawohl, Kommandant. Ja, ich komm da gleich mit Panzern. Lanzer zur Stelle. Also links ist auf jeden Fall komplett in unserer Hand. Die Mitte ist gerade das Problem. Jawohl, Kommandant. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Jetzt gehe ich nicht an die Tür. Das können wir nicht machen. Lanzer zur Stelle. Da geht's lang. Flammenwerfer bereit. So. Ich muss nochmal die Tür. Das ist eine klasse Aufnahme hier, ey. Und die Post zweimal nervt. Außer der Firefly. Wie bitte? In der Mitte ist alles auf dem Rückzug außer der Firefly. Ich weiß auch nicht, die KI ist ein bisschen. Also, ich komme gar nicht so schnell hinterher hier. Also links haben wir ihn ja komplett fertig gemacht. Und ich bringe jetzt einfach mal in die Mitte noch, noch mehr Infanterie hier. Oh, Rangers, Flammen-Rangers. Wie lauten Ihre Befehle? Marsch, Marsch! Jawohl, Hauptmann. So. Höre Sie klar und deutlich. Immer nach Waffe einfach auf Eskalt rausgenommen. Und was auch immer. Und die waren sogar noch auf Anschaut. Verdammt, es hat mich erwischt. Ah, da sind die Flammenrangers. Aua, die tun aber jetzt weh. Leute, weiter, weiter, weiter auf die drauf. Shit. Was hat er mir jetzt rausgenommen? Ein Stück. Sie sind aufgefasst. Auf der Suche nach Beute. Ah, diese Rhinos sind aber auch irgendwie hartnäckig, ne? Die sind stark, ja. In Deckung, Explosion. Ja, er hat mir jetzt hier zwei Stucks rausgenommen. Falls der Tank getroffen wird, sind wir hinüber. Was habe ich denn an netten Flugzeugen eigentlich? Lass mal hier den Flakpanzer holen.
Roterzug einsatzbereit. Stellungswechsel. Meine Herren, verbrannte Erde. Jawohl, Herr Kommandant. So, hier brauche ich den. Vollgas voraus! Welcher ist denn das jetzt hier mit der wenigen Munition? Ah, ist er hier. Rückwärts, Marsch! Dann holen wir einfach einen zweiten dazu. Könnt ihr es kaum erwarten? Feind direkt vor eigener Stellung. Sturmpioniere, sammeln! Zweiter Zug einsatzbereit. Wow. Ja, der Firefly da. Der nimmt natürlich auf große Distanz hier meine... Jagdpanzer raus. So. Was hat er denn jetzt rausgenommen? Nochmal Sturmpioniere. Feind direkt vor eigener Stellung. Es hat mich erwischt! Wird schwere Artillerie gebraucht? Der hat uns erwischt! Vorgeschobener Beobachter bereit. Komm schon. An alle Einheiten, Feind gesichtet. Ja, ganz links hast du deinen Truppentransport nicht ausgeladen. Die werden ja, ich sehe es gerade. Ja, die sind jetzt komplett beide draufgegangen. Scheiße. Normalerweise entladen die sich automatisch, wenn sie angegriffen werden. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das war jetzt das Problem, weil die Post zweimal geklingelt hat. Weil der... Das ist wieder geil. DHL, ja? Die sind so stinkend faul, die sind wirklich so stinkend faul, dass sie direkt gar nicht erst bei mir klingeln, sondern beim Nachbarn unten und erst im zweiten Anlauf bei mir klingeln. Dann war er aber schon im Haus, hat dann aber festgestellt, dass der Nachbar, der normalerweise immer die Pakete annimmt, gar nicht zu Hause ist und hat dann nochmal bei mir geklingelt. Ey, da habe ich dann aber auch kein Mitleid mehr, wenn er dann... Also, was für ein Idiot. Wirklich. Das ist so typisch deutsche Post oder DHL. Fast das gleiche. Zieh den Arsch an, Hans. Jetzt kommt er hier in der Mitte nochmal. Höre sie klar und deutlich. Jagdpanzer bereit. Bereit für die Jagd. Schütze, erhöhte Aufmerksamkeit. Es geht los. Lanzer zur Stelle. Scheiße, das war knapp. Ich brauche hier mal noch einen Scout. Rot 6, kampfbereit. Bereit für die Jagd. Falls der Tank getroffen wird, sind wir hinüber. Könnt ihr bitte erstmal die hier vor uns rausnehmen? Direkt vor eigener Stellung. Ich habe hier das Kommando. Ganz links kommt jetzt Crocodiles. Das ist nicht gerade wenig. Ja, das sind Flammenpanzer, oder? Die können aber auch, die können auch so schießen. Okay. Oh, ich glaube, die haben nur 90mm Pen. Mit AP. Ich hab da einen Königstiger stehen. Hat jemand ein Taxi bestellt? Gute Arbeit, Lichtschütze! Zurück! Und zwar langsam! Für das Vaterland! Jawohl, Hauptmann! Noch ein Treffer und es ist aus! Bajonette aufpflanzen! So, da ist der Firefly. Bereit für die Jagd! Abmarsch, Männer! Höre sie klar und deutlich! Wir wurden getroffen! Die beiden Elefanten hier auf der Erhöhung. Bereit, einen Panzer den Gar auszumachen.
Fahrzeug einsatzbereit. Ziel anvisieren, Feuer frei. So, mal die zwei MGs hier ranholen. Hat der nennenswerte Flugabwehr irgendwo stehen? Rechts. Ein bisschen. Und dann einfach ganz links auf dem Tor sitzt und nicht wegschaut. Gute Arbeit, Lichtschütze! Vorsichtig, Männer, der Feind ist in der Nähe. Der Sieg liebt die Sorgfalt. Oh, IS. Bereit für die Jagd. Oh, krass. Da steht noch einiges. Fahrzeug einsatzbereit. Knall sie ab! Wir rücken aus. Ja, Hauptmann. Unten bleiben! Aber die Crocodiles sind relativ schwer rauszukriegen. Also auch mit meinen Elefanten hier. Jetzt. Hier ist das Haushalt. Stehen bereit. Nimm die Beine in die Hand. Volle Schwarze. 2 Minuten noch, dann haben wir das schon hier. Hä? Jetzt ist da einfach mein Versorgungs-LKW verschwunden. Keine Meldung oder irgendwas. Er ist einfach verschwunden. Ich weiß, wie das passiert sein kann. Vielleicht hat der Gegner den eingenommen. Ja, dann müsste doch normalerweise auch noch mal eine Meldung erscheinen, dass der sich ergeben hat oder so. 300 zulegen. Vorrufen. Feuer. Volle Schwarze. Direkt vor eigener Stellung. Mann, war das knapp. Gut gemacht, Schütze. Hat der jetzt den Arti-Schlag angefordert? Ja, der kommt. Alter, was passiert links? Mann, war das knapp. Habe ich ja noch an Flugzeugen. Use. Auf wen haben Sie es abgesehen? Noch ist die Luftwaffe nicht am Ende. Da ist noch ein IS in der Mitte, relativ weit hinten noch. Rabe 4, warte auf Einsatzbefehl. Die Fireflies regt mich irgendwie viel mehr auf als dieser IS. Ja, weil die halt auch treffen, ne? Okay. Okay, der ist raus. Da gucke ich halt an. Marschbereitschaft hergestellt.
Das Problem an dem IS ist halt, der hat selber einen Flugabwehr-MG drauf. Das ist so assi. Oh, da ist er schon raus. Oh, jetzt ruckelt's aber übelst. Krass. Ja, bei mir auch. Alter, hallo, Spiel? Jetzt steht's komplett bei mir. Wie lauten Ihre Befehle? Jawohl, Hauptmann. Verstanden. Ende. Was steht denn da noch an dem einen Punkt da links bei den Häusern? Ach, noch eine Infanterieeinheit, okay. Bereit für die Jagd. Ich frage mich gerade, wie viele Truppen müssen da schon einem weit gekommen sein, dass meine ganzen Truppen leer sein müssen. Komplett leer. Wie lauten Ihre Befehle? Gib alles! Bereiter Hauptmann! Biel Feind! Biel Air! Hoffentlich bekommen wir freie Sicht auf den Feind! 40 Sekunden, wo ist denn hier? Wie lauten Ihre Befehle? Vorwärts, Männer! Aber schieße erst auf mein Kommando! Speer bereit! Wo ist denn jetzt mein Artischlagflugzeug? Ach, hier. Verdammt, es hat mich erwischt. Wieso kann ich da jetzt mehr... Hallo, wo ist denn jetzt die Auswahl bezüglich... Lass mich raus! Ich will da raus! Hat der... Haben die Artischläger nochmal eine gewisse Anzahl? Von Anfang an, glaube ich. Die externen Artischläge? Weil ich konnte zwar das Artischlagflugzeug holen, aber ich konnte keinen Artischlag mehr setzen. Das war jetzt irgendwie komisch. Okay. Naja, also dafür, dass es jetzt dreimal schwere KI war, war das jetzt irgendwie so. Okay, cool. Wir waren dabei. ja, nochmal Entschuldigung, dass ich zweimal weg musste während der Aufnahme hier. An alle, die jetzt das Video gesehen haben, aber die Deutsche Post oder DHL ist ein kleiner Arschlochverein. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Vielen Dank fürs Mitspielen. Jo. Ja, kein Thema. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr selber mal mitspielen wollt, kommt gerne bei mir auf den Discord. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und mein Dank geht wie immer noch raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Das sind Ködö, Irondal und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.